dran zu fragen, ne? Dann fange ich direkt mal an und bin ich männlich? Ja. Boah, nice. Also ich bin schon mal... Mann. Keine Verneinungsfragen sind verboten, ne? Oder sind wir intelligent genug, die zu beantworten? Verneinungsfragen sind verboten. Ich muss überlegen. Also, wie du die Frage stellst. Wie frag ich denn, jetzt richtig gesagt, wie frag ich denn, dass ich nicht im realen Leben bin? Ich existiere. Also ich existiere wirklich. Noch oder existiere ich nicht mehr? Nicht mehr heißt er wäre schon tot. Hab ich jemals existiert im realen Leben? Ne, warte, also das wäre nein. Also, ach so, Ist egal. Ist egal. Also es war ein Ja, ne, also hab ich real, also hab ich jetzt. Also, warte, lebe ich im realen Leben? So. Ja. Gut. Ja. Bin real. Ja. Real und männlich, dann kann ja nicht mehr so viel in Frage. Hier sind noch ungefähr 3 Milliarden Menschen. Ich habe Haare. Ja. Okay, nice. Also kein Glatzi. Dann gehen Meister Propper und sowas auch schon mal weg. Ey, nur noch 2,8 Milliarden Menschen. Er ist einfach Meister Propper. Das wär's. Gut zu wissen. Hab ich schon mal einen neuen Begriff. Ja, weiter. Ich. hab. Nee, das frage ich lieber gar nicht. Das ist dumm. Das war, glaube ich, ein bisschen zu leicht. Es ist leicht, okay, nice. Das heißt, ich. Das habe ich nicht gesagt. Ich bin unter 30 Jahre alt. Kein Moment. Nicht mehr. Ja, also, warte, das kann man das auch mal nicht sagen. Warte mal ganz kurz. Das muss ich nachgucken. Warum? Nein. Eigentlich nein. Moment. Doch, ja. Nein. Nein. Also nein, du bist nicht unter 30 Jahre alt. War das gerade eine Verneinungsfrage von mir? Du bist älter als 30, ich weiß es gar nicht. Du bist älter als 30 Jahre alt. Also sag ich nein, okay. Also ich kann. Ja, ist okay. Ja. Nächstes dran übrigens. Achso, ich. Genau. Ich existiere wirklich. Ja. Ich bin ein Mensch. Ja. Okay. Ich bin männlich. Ja. Fängt ja gut an. ich war mal im Fernsehen, oder ich bin im Fernsehen? Ja. Oh! War ich in den Nachrichten? Ja. Okay. Bin ich auch in anderen Sendungen unterwegs? Also sowas wie Komödien und sowas? Ja. Okay. Schwere Frage. Also, bin ich groß, kann ich nicht fragen, weil Nick gesagt hat wieder nein. Die Frage ist, was du als groß interpretierst. Eben. Nickers sagt irgendwie 1,93. Groß liegt im Auge des Betrachters, da kann man ja jetzt nicht so sehen. Dann müsste man, ich bin eigentlich so, wenn man sagt groß, dass man ein Beispiel nehmen nennt, größer. Darf ich mal eine Frage stellen? Ich bin jung. Ich bin unter 40. Ich weiß nicht, wie alt. Ja, oder? Ich weiß das ja. nicht. Ja. Ihr könnt einen Wikipedia-Eintrag aufmachen. Warte, ja, ich muss gerade kurz. Gibt es einen Wikipedia-Eintrag für Robin? Warte mal. Ey, und ich wollte noch fair bleiben. Ja, du bist unter. Unter 40, ja? Okay. Ja, also nein. Was? Du hast gefragt, ob du jünger bist als 40. Ja. Nein, bist du nicht. Also älter als 40. Du bist älter als 40 in dem Fall. Alles klar. Okay, jetzt bin ich anscheinend. Existiere ich? Nein. Gut, ich bin da. Ja. Okay. Männlich, real, älter als 30. Okay, hab Haare auf jeden Fall noch.
Mhm. Das heißt, ich bin kein Opa, obwohl die haben auch graue Haare. Also fällt das, das ist egal, was ich sage, es stimmt nicht. Ich bin... Also ich hab mal in einem Film, Serie... Nee, warte, ich war schon mal im Fernsehen, egal in welcher Art. Ja. Ja, mehrmals. Mehrmals, okay, nice, ist auch cool. Es ist eine Nein-Frage, Robin. Gib ja, nicht aber viele Antworten. Es ändert nichts daran, weil es einfach jeder andere Schauspieler sein kann, den es gibt. Ich ja, bin Schauspieler? Nein, du bist kein Schauspieler, nein. Du bist kein Schauspieler. Oh. So, mal durchlesen. Mensch, männlich, Fernsehen. Nachrichten aktiv, anderweitig älter als 40. Bin ich Nachrichtensprecher? Nein! Ah. Nachrichten. Mann. Okay. Komme ich aus einem Videospiel? Nein. Nein, also daher komm nicht. Na Lukas, ich muss fragen. Lukas, du bist dran. Ja, ich weiß. Ach so. Aber welcher Mann ist älter als 30 im realen Leben und ist kein Schauspieler? Boah, das ist ja richtig Alter, unmöglich das zu erfassen. Ich bin aber auf dem Fernseher, das heißt, ich bin so ein, ich gehe gerade so in Jan, diese Jan Böhmermann, oder wie der Typ da heißt, Richtung irgendwie. The Late Night meinst du? Irgendwie so komikermäßig, so lustig sein wollen. Nein. Das ist niemand, ich habe mir eine Frage gestellt, Leute. Doch, das war die Frage. Das war die Frage. Das war die Frage in dem Fall. Ich gehe in die Richtung. Ja, Komiker. Das ist die Frage. Frage. Das ist nein. Nein, das ist keine Frage. Doch, es ist eine Frage. Schon. Es ist eine Frage. Ich würde eine Frage. Was habe ich denn da? Was habe ich denn dann gefragt? Na, ich gehe in die Richtung. Ja, ich gehe in die Richtung. Ja, gut, so gesehen, ja. Also fick dich hier, willst nur mehr Fragen rausholen? Na, eigentlich nicht. Okay. Hopp. Warte mal, also ich bin kein lustiger Mensch. Das Deutschland habe ich gefragt, denke ich. Ja, aber ich meine, was ich ausschreiben soll für mich. Das müssen wir nicht beantworten. Einfach nur kein Komiker ausschreiben. Kein Komiker. Witzlos. Na, ich hab auch nicht real und kein Videospiel. Bin ich bekannt. Also jetzt auch ja. Über Deutschland hinaus. Ja. Jo. Bin ich ein bekannter Filmstar? Warte, Wikipedia, was sagst du denn? Ich würde sagen, ja. Du hattest mehrere Rollen im Film gehabt. Okay, eventuell. Ne, das ist ein Ja und kein eventuell. Ja, das ist ein Ja. Ich habe es nur Ja aufgeschrieben, scheiße, ich weiß nicht. Ja, dazu würde ich, da würde ich Ja sagen, also hundertprozentig. Ja, das ist ein Ja. Ja, Moment. Ja, okay. Ja. Filmstar. Ich lebe im 21. Jahrhundert. Warte. Das muss ich mich jetzt mit Niklas absprechen, weil das ist jetzt ein wenig schwieriger. Scheiße. Ja. Also, okay. Ja, eigentlich schon, aber das ist witzig. Ja. Was bringt dir denn diese Frage? Dass eine Person lebt halt im 21. Jahrhundert, also. Ob die ja gelebt hat? Ja, ob ich da lebe. Also ob ich in diesem Zeitraum gelebt habe. Ja, du lebst. Ja. Im 21. Jahrhundert hast du in dem Zeitraum gelebt. Lebe ich noch? Gute Frage, nein. Verdammt. Bin ich ein Gott? Auf jeden Fall! nein. Wie jetzt? Nein. Du bist kein Gott. Ach, wenn du es glaubst. Aber du bist ein cooler Gott. Ja. Würde ich anbeten. Hä? Nicht real, kein Videospiel, kein Gott. Herr Lehnert, kannst du dir sein. Erstmal bin ich dran, ja? Du hast ein Nein gehabt, so. Ich überlege. Denkst du auch, wir geben dir einfach einen Smite-Character, ne?
Ja. Weil ich mich damit nicht auskenne. So, ich bin kein Schauspieler, witzlos. Komm im Fernsehen. Hab keine Glatze, ganz wichtig. Älter als 30 bin ich auch. Ich mache meinen Job professionell. Ja. Ich mache nur meinen Job, was man im Fernsehen... Warte. Das ist jetzt, das müssen wir jetzt weg. Das müssen wir ausdiskutieren, Julian. Das ist schon professionell, doch. Ich würde das schon so nennen. Nein, wir reden über seinen Job, wo er ihn jetzt hat, oder über seinen damaligen Job. Mehrere Jobs? Habe ich gekündigt? Na, deinen jetzigen Job oder deinen damaligen Job? Was willst du denn jetzt nehmen? Weiß ich doch nicht! Ja, wahrscheinlich meinen jetzigen. Das machst du auch professionell eigentlich, theoretisch gesehen. Ja, ich will nicht sagen, dass du es gut durchführt hast, aber du hast deinen Job ernst genommen. Ja, hast ernst genommen. Also ich mache meinen Job auf jeden Fall gut. Ey! Nein! Das ist nein! 100%ig nein! Also, hä? Du machst deinen Job, aber im Sinne davon machst du ihn nicht gut. Also ich mache einen schlechten Job, okay. So gesehen, ja. Also, nein. Du darfst nicht weiter fragen. Los geht's, Julian. Kam ich dir denn in Schwarz-Weiß-Filmen vor? Nein. Komme ich aus einem Anime? Nein. Nein. Robbe, immer nur Nein fragen bis jetzt. Ja. Nein. Ich habe 4 Fragen gestellt, alles war Nein. Ja, das ist schon Opfer, Alter. Okay, ich bin wieder drin, das geht ja richtig schnell. Ja, und wenn ich frage, männlich oder weiblich, komme auf einmal da raus, dass es ein diamnistischer Zwilling oder ist beide unwahrscheinlich, dass es beides ist. Wow. Ich habe die Person gesehen und... Also, ich habe die Person mal gesehen. Ja. Im Fernsehen. Ja. Stell dir vor, wir hätten jetzt Nein gesagt, aber die Hälfte seiner vorherigen Antworten falsch. Naja, die Sache wäre halt die, ihr könnt ja auch was nehmen, wovon ich mal gehört habe. Ja. Ja, du hast beides auf jeden Fall. Ja, ich hab auch nur Charaktere genommen, die man sich erkennen sollte. Na komm, der Kass, weiter los. Waren ja. Komm, nächste Frage. Hau raus. Mein Content ist für Kinder gedacht. Also nein. Kinder im Alter unter 16. Obwohl, nein. Warte. Warte mal ganz kurz, muss ich aus. Das hat sich doch. Warte. Okay, ja, doch, ja. Ja. Also ja. Bin ich für Kinder, also quasi da so. Mein Content. Ja. Ja. Nebenbei. Fernsehen, Kinder, okay. Das heißt, ich bin so ein super Kicker. Spaß. Weißt du, wäre ich jetzt nicht männlich, hätte ich gesagt, ich bin Nina Mord oder so, eine Scheiße. Das ist witzig. Oh Gott. Warte! Ja? Wir verarschen dich nicht, möchte ich anmerken. Nee, warte mal, ihr wart euch doch uneinig. Ich ging jetzt. Also, keine Frage, okay? Keine Frage, was ich jetzt sage. Ja, wir antworten nicht. Okay, ich ging gerade irgendwie in die Richtung Art Attack und sowas und Fingertips, ja, aber nichts davon bin ich, weil ihr habt lang überlebt. So. Art Attack. Ich bin kinderfreundlich. Ja, Fingertips auch nicht. Ne, da wirst du bei Art Attack der Sandzieher. Der die ganze Zeit diese komischen Gegenstände auf dem Boden nicht mehr versucht, ja, ja. Mensch. Dann die coolen Bilder mitmacht, ne? Der wäre ich gewesen. Nee, komm weiter. Frag. Hauptfrag einfach. Aber ich bin ja nicht witzig. Ja, du bist nicht witzig. Ich mache meinen Job auch noch ziemlich schlecht. Ja. Aber ich bin im Fernsehen. Ich laufe aktuell noch. Ja. Ja. Das ist ja krass. Wer schaut mich denn?
Das soll man nicht sagen. Ja, nein, Frage. Ja, möchte ich eigentlich schon gerne beantworten. Nee, sag's nicht. Sag's nicht. Das ist eine Frage. Okay. Das ist zu leicht. Okay. Komm, Nickers. Ich überlege gerade, warte mal. Ja. Komm, Niklas. Ich bin die SpongeBob, also bist du auch nicht das, ich was du denkst. Ich hab schon mal etwas verlost. Was verlost? Meinst du Pay? Etwas. Inwiefern? Warte, ich google auch mal. Und wenn jetzt mich Nein kommt, dann kann ich nämlich kein Spaß in so einer Werbung sein. Wenn ich mich alles, was ich kann, für Werbung. Nein. Nein. Also nein, wir holen uns davon los. Nein, noch nie. Okay, das heißt, ich bin auf jeden Fall keine Werbung. Warte. Auch in keiner Gewinnspiel. Warte doch, Niklas, warte. Mal gucken, was er jetzt machen möchte. Ich glaube, du müsstest verlosen mal ein bisschen mehr näher erklären. Denke ich. Ja, ruft. Hier, wenn macht spielt mit und ihr kriegt was dafür. Sowas in der Art. Nee, da. Na, nicht. Nein, auf jeden Fall nicht. Okay. Hat nichts verlost. Also man kann da nichts gewinnen. Also, ich bin witzlos, mach mal so schlecht, man kann nichts gewinnen. Ja, schau mal schon, warum? Warum gibt es nicht? So. Immer Fragen. Stimmt. Ich bin Deutscher. Nein. Verdammt. Habe ich ein existierendes Geschlecht? Nein! Eigentlich nicht! Also, warte mal, existierendes Geschlecht, heißt es, ob man erkennt, was du bist? Oder man erkennt, ob du einen Penis hast oder Titten? Ob ich Penis oder Titten habe in dem Fall. Das erkennt man, ja. Das gibt's ja. Also mal, ob du einen Penis oder Titten hast, ein Nein. Ja, in dem Fall männlich oder weiblich, meine ich. Man halt erkennt, also, was du bist, aber du hast. Nein, du hast kein Geschlecht, aber man erkennt, was du bist. Was ist dann das Richtige? Ja. Was? Gib das jetzt nicht, oder nein? Gib mir einfach das Ja, Niklas. Ja, okay, meinetwegen, aber ich wäre für Nein. Es ist auf jeden Fall klar definiert, was du bist. Also äußerlich kann man erkennen, dass ich eigentlich ein Geschlecht hätte. Ja. Nein, äußerlich nicht. Ja, doch, klar. Nein, woran denn? Wenn du das dir anguckst, ja? Man erkennt doch automatisch, was es ist. Ob es männlich oder weiblich ist, man erkennt es sofort. Warte. Ist ein Wikipedia-Eintrag dafür? Also ich weiß, was er ist, aber ich bin plötzlich sicher, er hat keinen Penis oder Titten. Okay, man erkennt es doch, ja, also man erkennt es. Also ist Frage. Nein. Wie? Stimmt, ja. Ich hab gefragt, ob ich ein Geschlecht habe. Nein, Fall. Hast du nicht, du hast keinen Titten und keinen Penis. Nein, ja, aber er weiß von Geschlecht her, ob du männlich oder weiblich bist. Ja, man erkennt's, aber er hat's nicht. Ja, doch, er hat ein Geschlecht. Aber halt, man erkennt's nicht. Also, er hat weder Titten noch. Ja, war die Frage, ob Geschlechtsteile. Das hat nicht gefragt, er hat gefragt nach Geschlecht. Das Ding Geschlecht ist, oh mein Gott, ey. Also. Wie egal, jetzt? Ja. Also, Niklas, wir müssen. Definier Geschlecht. Was meinst du mit Geschlecht? Man sollte äußerlich erkennen, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Ja, das erkennt man nicht. Das erkennt man nicht. Nein, das kennt man nicht. Doch klar erkennt man das! Nein! Guck dir doch mal Google-Bilder ein Bild von dir an, du erkennst automatisch, ob es männlich oder weiblich ist. Das erkennt man. Ja, okay, dann erkennt man's. Okay. Mann, okay. Alter! Ich kann das äußerlich Geschlecht hätte, aber innerlich nicht. Heißt, ich kann kein Mann und keine Frau sein. Ich existiere aber nicht im Realen. Ich bin kein Gott, ich bin aus keinem Videospiel. Bin ich aber in einem Videospiel vorgekommen, ist heute die Frage. Ja. Ja.
Endlich kann man Robin ein bisschen was fragen, Mensch. Nach der Gesellschaftsfrage, wie lange diskutiert wurde. Ja. Es ist auch eine schwere Frage, weil. Hab ich den vollen Namen? Was meinst du mit vollen Namen? Wie, was meinst du damit? Sowas, voller Name wie halt zum Beispiel. Was haben wir denn so Schönes? Ein Nachnamen. Pega Zweger. Du meinst, halt. Du meinst einen Vor- und Zunamen? Nein, ja, hat er nicht. Hat er nicht. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Nein. Der hat. Nein. Also, oh, ich bin auch eher für Nein, ne? Aber. Es ist ein Nein. Es ist ja, ein Safe Nein. Nein. Aber ich bin mir dann es ist ein Safe Nein. Ja, aber er hat einen Titel. Es ist ein Nein. Spoiler nicht so viel, das ist nur eine Ja-Nein-Frage. Nicht so viel spoilern. Bin ich jetzt dran? Ah, nee, Nekas ist dran. Oh, ich schon wieder. Boah, da ist. Ja. Ich. Downloadest du währenddessen Saints Row 3? Nee. Just do it. Ich meine nämlich auch die ganze Zeit währenddessen Sachen downloaden. Na komm, Nickers. Mach die fette Quest. Ich Fernseher, mach Sachen, also mein Content ist für Kinder. Mit über 30. Niklas, lad nebenbei bitte Saints Row runter. Sonst kannst du mal lange Abend sein. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, ja. Vor allem bei mir. Ja, ich habe auch aber gar keine Ahnung, was es sein könnte. Bei dir wäre es halt wirklich nicht mal so schwer. Ich kann nur trotzdem blöd, Alter. Ich werde, also warte mal. Ich laufe abends nach 20 Uhr. Kein Moment. Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, stimmt. Ja. Gut, dann geht die ganze Morgenscheiße schon mal weg. Ich schau kein Fernseher. Sorry. Aber ich hab noch ungefähr im Kopf, was da so läuft. Warte, ich schreib's auf nach 20 Uhr. Mich gibt es schon länger und ich meine damit den Zeitraum von 5 Jahren. Was? Was ist das? Für mich gibt es länger als 5 Jahre. Ja. Wenn du über 30 bist, was ist das für eine Frage? Warte mal. Du meinst mit deiner Fernsehkarriere? Ja, wie lange ich da bin, was ich jetzt gerade frage. Ach so, ja. Du bist auf jeden Fall im Fernsehen. Und das schon seit über 5 Jahren. Gut. Ja. Ja. Hast du echt gerissen? Ja, ich bin mein alter Knacker wahrscheinlich oder so. Wird nicht witzig. Ich glaube, am Ende dürfen wir eine große Diskussionsdebatte führen wegen dem Thema. Ja, aber richtig. Aber wenn er nicht witzig ist, jetzt ist übrigens keine Frage, ne? Heißt es denn auch, dass ich die Person witzig finde oder nicht? Nein. Nein. Das ist nur an sich mal nicht gedacht. Also du kannst ihn witzig finden, aber ja, wenn er einen schlechten Job macht, finde ich den wahrscheinlich schon witzig. Vielleicht. Okay. Vielleicht. Ich meine, aber an sich halt als witzig angedacht wird, aber das ist auch nicht. Die Person ist aber halt nicht als witzig angedacht, also nein. Also meint er also da so. Da bist du Julian dran. Hä, ich hab mich ja vorher gesagt, nicht mal in Frage gedacht. Doch, ist eine Frage gedacht. Das war aber schon eine Frage, Niklas. Frage ist Frage, du hast doch weiter nachgehakt. Niklas, ich könnte auch eigentlich sagen, yo, ich meine das noch keine Frage. Wie heißt der so und so? Das ist auch eine Frage. Du wolltest uns austricksen, ja? Nein, die Frage war nur, weil witzlos fragt nur, wie ich es sehe, weil es auch relevant ist, ob wir wie das war. Meint das war aber eine Frage. Zuschauersicht oder von meiner Sicht? Ja, aber es war auch an sich trotzdem eine Frage. Nee, es war eine Verständnisfrage zu einer Frage, die ich schon gestellt habe. Das ist halt egal, du hast trotzdem gefragt, ob du es witzig findest. Okay, dann frag du, dann pass auf, wenn ich gleich diskutiere. Okay. Fang an, ob. Bin ich Amerikaner? Das würde ich dir nicht sagen. Warte, was sagt denn dein Lebenslauf? Ist der so denn spannende Musik im Hintergrund? Ja, bin Ami? Okay. Ja. Hey, du bist so. Der Papst. Nee, das ist richtig angepisst jetzt auf einmal. Du bist der Ritter aus AOE 2. Bin ich.
Ein Katapult? Ja. Ritter aus Unreal 2. AOE. AOE. Bin ich... Ach, AOE. Bin ich fett? Nein. Okay. Gott, ich muss gerade kurz den Namen vom Ritter googeln aus AOE. Der hat keinen Namen. Du bist. Ich bin eine alleinstehende Person. Ja. Warte, was? Alleinstehende Person. Was heißt alleinstehend? Warte mal. Sowas wie keine Frau oder ich bin keine Gruppierung. Nein. Du bist alleinstehende Person. Also ja. Also ja. Du bist gut, danke. Ein Opfer. Ach, okay, gut zu wissen. Nein. Ach Nico, spoilern nicht alles. Bin ich Kratos? Wie kommst du auf Kratos? Du bist in keinem Videospiel. Ja, ich bin in keinem Videospiel, aber ich bin mal vorgekommen. Das habe ich gefragt vorhin. Ja, du bist mal vorgekommen, aber du bist. Aber Kratos kommt hauptsächlich aus dem Videospiel. Hätten wir doch ja gesagt. Na, das gibt's aber aus verschiedenen Dingen, Kratos. Aber Kratos kommt doch ursprünglich aus dem Videospiel, oder nicht? Also, na, nicht. Bekannt wurde er aus dem Videospiel. Ja, genau, bekannt wurde er. Das heißt nicht, dass ich da als erst vorgekommen bin, aber ich bin halt mal vorgekommen. Du bist auf jeden Fall nicht Kratos, ist scheißegal, du bist nicht Kratos. Na, ist eine gute Idee, also so. Ja, yeah, bist aber nicht Kratos. Ich geschlechtmäßig Vor- und Zunahmen, hab ich so gesehen, aber Titel. Aber hätte ich männlich zugestimmt, ohne Diskussion. Dann hätte ich bei Geschlecht auch ordentlich was gesagt. Naja, und? Das wäre kein Diskussionsthema geworden. Ich bin kein Gott, sondern Halbgott. Aber Kratos wurde doch zum Schluss zum Gott. Naja, aber ich würde als Halb. Ich hab God of War nie gespielt. Also ich weiß halt, dass er nur ein Halbgott am Anfang war oder sowas ähnliches. Ja, er war am Anfang Halbgott, aber mit dem Tod von Ares war er halt der neue Kriegsgott. Aha. Okay. Gut, ich bin nicht Kratos, gut zu wissen. Ja, Nickers, komm, jetzt hau raus. Ich bin dünn. Dünn meine ich. Im Vergleich. Also halt, wie im Vergleich? Zu normalen Leuten? Also ich. Ja, normal Fälle sind auch normale Leute. Ja, nimm mal eine Vergleichsperson. Weil wir nicht den Vergleich, sowas gut zu schätzen. Sagen wir mal. Warte mal, nee. Ich bin ab. Ja, das ist eine Verneinungsfrage. Warte, mein Körper. Ja, das ist eine Verneinungsfrage. Du bist dünn, ja. Also, ich bin dünn. Okay, nice. Ja. Dünn. Dann kann ich ja auch nicht witzig sein. Bin weißer. Ja, du bist weiß. Bin deutsch. Ja. Nein. Ausländer. Julian! Ah ja, ich bin dran, stimmt. Ich bin weiß. Ja, bist du. Ist ein Diskussionsthema. Nein, Spaß. Ist das nur weiß oder Latino? Ja, ist ein Diskussionsthema. Weiß oder Latino? Alles klar. Du bist weiß. Okay, ich bin reinrassig. Ah, ich weiß, wer ich bin. Scheiße. Ich weiß, wer ich bin. Du meinst so, dass deine Eltern, die dich geboren haben, auch Nee, ob meine Eltern auch Amerikaner sind, aber ich weiß, wer ich bin. Normalerweise müsstest du... Ist egal, ich weiß, wer ich bin. Du weißt es gar nicht. Doch, ich weiß, wer ich bin. Na, ich glaube nicht, dass deine Eltern reinrassig waren, oder? Ich hab davon keine Ahnung. Darf ich sagen, wer ich bin? Weil wenn nicht, dann nicht. Ja, mach mal. Bin ich Trump? Nein! Was? Nicht? Da will ich doch nicht, da weiß ich doch nicht, wer ich bin. Da steht nix wie die Peter über deine Eltern leider. Sorry. Ach du Scheiße. Ich bin nicht Trump. Das ist mir jetzt richtig versaut, Alter. Ich dachte, ich wäre Trump! Keine Sorge, hast du gerade das auch versucht. Darf ich? Aber Trump würde ich als dick einschätzen. Ich war mir so sicher. Bin ich tätowiert? Nein. Oh, warte! Nein.
Warte. Nein, nein. Warte, stopp, warte, muss man, nein. Warte. Mann. Man nein, muss das, gucken. Nein, der ist nicht tätowiert. Ja, das ist ein Diskussionsthema. Nein, woher wissen die das? Guck dir mal das Gesicht an, ja? Siehst du da auch das? Du siehst das auf jeden Fall auch. Das ist kein Tattoo. Okay. Nein. Ja, okay, nee, ist nicht, okay. Nein. Okay. Gut, weiter. Ist nur ein Aufkleber, wa? So ein Sternchen Aufkleber unter dem Ei. Ich hab eine Smite-Einladung. Warte. Nein. Metis. Ich geh offline. Ich bin auch offline. Aber ich bin witzlos. Ich will ganz... Alter, ich hab so dumme Ideen wie zum Beispiel, das bin eigentlich ich, der in seinem Foto, wo ich mal gemacht hab, über WhatsApp und dir gesendet hab. Da hab ich nämlich den Pöttiker auf. Oh mein Gott, das wäre so dumm, aber nee. Dann frag mal nächste Runde, vielleicht bist du ja doch, dann lass du. Ich bin in dem, was ich im Fernsehen mache, aktuell übernehme ich die Hauptrolle. Also ich bin das Aushängeschild. Ja. Ja. Und komm nach 20 Uhr. Man kann nichts gewinnen. Ich bin auf jeden Fall. Es gibt mehrere Folgen. Also logischerweise, ja. Okay. Ja. Nein. Wird? Nee, doch. Doch, klar. Nein. Nein, doch. Nein. Warte. Ich schreib's dir. Warte, das müssen wir auf YouTube jetzt mal kurz nachgucken. Weil ich glaube, das ist. Was ist witzlos? Du guckst dich hier immer dieselbe Folge an. Was bin ich für ein hobbyloses Spastenverein? Sende jeden Tag dasselbe und keiner findet es witzig und ich laufe immer noch? Was ist deine Frage nochmal, Niklas? Ob ich mehrere Folgen habe, Sendung. Okay. Oder so. Warte. Einfach mehrere Folgen. Das heißt, wenn zwei Folgen hat, gibt es schon mehr. Stimmt. Als ob nein, das, nein, ob das... Nein, du hast nicht... Nein. Nein. Es gibt nur eine Folge?! What the fuck?! Du hast deine Frage bestimmt gestellt. What the fuck?! Das ist immer noch diskussionswürdig. Ah, stimmt, warte mal, ganz kurz. Kann man... Warte. Ich diskutiere da, was ziemlich lange über. Ja, wir überlegen gerade, es ist... Ein schweres Thema, ja? Ja, gibt es nun mehrere Folgen oder nicht? Was ist daran so schwer? Ja, es gibt mehrere Folgen. Ja, gibt mehrere Folgen. Aber als Tipp, die müssen nicht in Relation miteinander stehen. Hä? Ich hab das Spätzle. Versteht doch nicht. Ich hab schon gescheckt, es gibt keine Story dahinter. Bei dem, was ich mache. Doch. Das war nicht meine Frage. Also, ich hab nicht meine Frage gestellt, ne? Ich hab gesagt, ich hab schon gescheckt. Ja, du hast trotzdem. Du hast ein Ja auf die Frage gehalten, das sollst du nicht beschweren. Download the Saints Row Die for 3. Hab ihn schon dabei. Ich hab 6,3 GB schon. So, stellt euch weiter. Ich hab auch erst nur. Ich denke, du hast eine Frage. Du hast eine Frage. Warte mal. Ich bin aber real. So. Das heißt, ich bin keine Frage. Ich bin nichts Animiertes. Das ist schon mal gut. Keine Frage, Leute! Ja. Jetzt einfach ja, nein sagen und dann tschüss. Schön, weiter geht's. Ich habe einen. Ist das eine Frage jetzt? Ja, Bart. Okay. Ja. Obwohl die Scheiße. Frage ist. Warte. Das kann man das kann man als Ja betiteln. Das geht. Doch. Würde ich jetzt das Bart sehen? Ja. Dann ist es. Hundertprozentig was. Ja. Jetzt musst du fragen, was für ein Bart ist. Das ist halt so Porno-Balken-Style und was weiß ich alles noch. Das ist nicht relevant. Ja. Der Pablo Escobar. Keine Ahnung.
Wo ist die Musik hin? Ist zu Ende, wir haben schon eine halbe Stunde gebraucht jetzt. Mach noch mal länger. Mach noch mal an. Jo, ich mach mal an. Ich glaube, wir brauchen heute noch ein paar Stunden dafür. Ich glaube, meins ist die Schwester von allen. Ich weiß es nicht. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich wäre ziemlich also schnell drauf gekommen. Ich glaube, jeder von uns hat einfach Schwierigkeiten. Also, es ist ja für jeden leichter, wenn man sieht, was es ist. Weißt? Da kommt man viel schneller drauf, als wenn man nicht sieht, was man weiß. Weil das, du hast ja gar keinen Anfangspunkt, wo du anfangen kannst. Nein, das Ding ist, ich habe ja nicht mal Gott, ich habe ja nichts Reales. Ich bin im Videospiel mal vorgekommen, aber bekannt bin ich. Ich bin dran, Leute! Ja, okay, mach doch was jetzt mal. Ja, ich überlege. Ich bin witzlos, das drückt mich vollkommen aus der Rolle. Ich mach das weg von der Liste. Du bist witzlos. Ja, das weiß ich. Ich laufe. Also meine Sendung oder egal was ich mache, lief auf Super RTL oder Kika oder nein, generell nein. Auf. Nein. Nein. Okay, nice. Nein. RTL 2 also. Ja. Also das war. Ich bin nicht mal dran. Ich bin dran. Also ich bin in einer führenden politischen Rolle. Nein. Okay. Nein, auf keinen Fall. Okay, ich hab Haare. Ja. Ja. Hab ich lange Haare? Definier lang. Länger als die Schulter. Länger als Schulter. Definier länger als Schulter. In dem Fall wäre es eigentlich nein. Es ist bei also dem Fall nein. Also müssen wir das halt die Haare auf die Schulter treffen. Nein. Dann nein. Du lernst es doch wohl zu, oder? Weißt du, ich hab... Das ist ein Nein. Ja, das ist ein Nein. Ich hab schon 3 Vorstunden gegessen und bin jetzt erst fertig geworden. Wir haben nicht mal ansatzweise irgendwas gelöst. Weiter. Oh nein, ich glaube, ich weiß, was du bist dran, Niklas. Ich bin schon dran? Oh Gott. Ich glaube, Niklas ist am nächsten dran. Also, ich habe keinen Schimmer, was ich bin. Also, ich bin auf jeden Fall jemals schon mal auf RTL 2 vorgekommen. Nein. Doch. 100%ig bist du auf RTL immer vorgekommen. Oh Mann, warte mal. Mal vorkommen heißt nicht hauptsächlich, ne? Naja, ich weiß. Ja, doch, bist du, ja. Warte, ich sende dir nochmal einen Link, Julian. Ja, ich hab's gefunden schon, Es gibt nur einen. Ja, und? Ich hab was anderes gefunden. Also ja. 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 Ja, es gab's auf jeden Fall, ja. 100%ig. Achso, ich bin dran. Nee. Doch? Wir hatten nein. Ach doch, nee, das ist ihn, ja, stimmt. Okay, hau raus. Mein Job, den ich ausübe, dient der Sicherheit der Menschheit. Oh, das nein. 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 Das ist gut, ich bin also nicht Muridemir. Wer? Auf Streife. Ach so. Oder Paul Richter oder so eine Kacke. Alter! Carsten Stall oder sowas in die Richtung gerade gedacht. Ja, für Kinder auf jeden Fall. Ist so, gucken wir, hab ich früher das Kind geguckt? Okay, ich glaube, ich weiß. Mir war mein Kindheitsheld. So, alles klar. Ich bin. Schauspieler. Ja, nebenbei. Wissen ja. Okay, nebenbei. Bin ich Musiker? Auch? Ja. Ja. Ach, ich komme näher. Jetzt komme ich näher, Jungs. Jetzt komme ich näher. Bin ich Michael Jackson? Nein. Fuck. Bin ich He-Man? Nein. Wieso kann ich He-Man sein?
Weil hier kann man außen aber ein Männchen ist oder Weibchen. Ich bin älter 50. Nein, kann man nicht. Warte. Bloß weil der Bookies hat. Stell dir vor, das ist ein Flachbrett und hat einfach. Ja, du bist älter als 50. Und bin die Hauptrolle? Also, es muss eine Hauptrolle geben. Es gibt nicht mehr. Also, die Folgen ist problematisch. Lauf nach 20 Uhr. Und auch bin auch schon mal in RTL 2 vorgekommen. Und sicher der Mensch bin ich auch nicht. Das heißt, nee, ist ja Essen, was fällt auch raus und so ein Zeug. Oder alles generell, was mit Kämpfen zu tun hat. Ich kämpfe. Ja. Oh. Und bin für Kinder? Nice. Nach 20 Uhr. Kämpfe, aber nicht für die Sicherheit der Menschheit. Ich kämpfe also. Warte mal, ich bin aber der Held. Ja. Ja. Also der gute halt letztendlich so gesehen. Okay. Warte mal. Ja, stimmt, ja. Die Hauptrolle vom Guten, okay. Nach 20 Uhr und mit Agenda. Und Folgen sind. Folgen sind problematisch. Kannst du. Ich bin also mehr. Also, ich denke mal. Ich bin ein Film. Ich gebe dir einen Tipp. Du bist ein auf jeden Film. Fall Hancock. Nein, du bist kein Film. Du bist definitiv nicht Hancock. Kann ich dir jetzt schon sagen. Oh, da habe ich auch gerade irgendwie dran gedacht, um ehrlich zu sein. Hancock. Ich kann nur Hancock sein. Ich habe Bart und Haare und. Hat Hancock nicht die Glatze? Nee. Echt? Oh, okay. Gut, wusste ich nicht. Tut mir leid. Nee, du bist auf jeden Fall nicht Hancock. Habe ich auch nicht gefragt. Und ach, du bist auch kein Film, meine ich. Ja, ich habe dir zwei Tipps gegeben, das ist auch also, unfair. Also, ich bin in keinem Film. Wir sind eh schon dran, also ich bin dran. Ich gehe in das Genre Hip-Hop. In das Musikgenre Hip-Hop. Nein. Darf ich? Ja. Bin ich tot? Nein. Nein. Definiere tot. Nicht mehr lebend. Definiere nein, nicht mehr lebend! Ich, so gesehen, mein Körper weicht nicht mehr auf dieser Erde. Also. Nein, du lebst noch. Also nein. Warte, meinst du, ja, du lebst quasi noch. Ja, okay. Du lebst noch. Vorher ist er komplizierter Mache. Also du hast ein Nein. Du hast ja, ein Nein. Er lebt doch noch. Ja, aber er hat gefragt, ob er tot ist. Ja, das war nur definieren. Das hat definiert, er hat. Nein, er hat gefragt, bin ich tot? Das heißt, wenn ich gefragt habe, bin ich tot, dann muss ich es definieren, habe ich es. Er hat definiert. Wir gehen von der ersten Frage. Die erste Frage naja, also war noch nee. Also es ist und nein. Ist ein ja. Nein, er hat gefragt, ob er tot ist. Das war die Definition. Er hat versucht zu definieren, nein, weil ich darum gebeten habe. Nein, er hat ein Ja bekommen. Julian hat einfach gesagt, er hat ein Ja. Er hat gefragt, ob er tot ist. Er lebt aber noch. Und das war seine Frage. Lass Robin fragen. Er weiß bestimmt besser, was er gesagt hat. Ja, sag. Ach, was jetzt? Ich soll jetzt wiederholen, was ich gefragt habe. Ja. Ich habe am Anfang gefragt, ob ich tot bin. Sag ich doch. Dann ist es ein Nein. Tot. Also es ist ein Nein. Also bist du dran, Niklas. Warte, dann habe ich definiert. Nee, es geht eh von der ersten Frage. Es geht von der ersten Frage aus. Von der ersten Frage, ist egal. Bin ich tot? Nein. Ja, es ist Niklas dran. Du bist nicht tot. Naja, also ist Niklas dran. Ja, Niklas ist dran jetzt. Alter, ruhig hier. Voll aggressiv, Alter, Spannungen. Mit so einer entspannenden Musik im Hintergrund. Ist schon wieder aus? Nee, der nächste Track. Achso. Wir sitzen schon bei über 30 Minuten hier dran. Ich will wissen, was ich bin. Ich auch. Wir hören nicht auf, bis wir alles haben, okay? Ist egal, ob wir weg müssen. Puh.
Nachts, nach 20 Uhr. Nicht witzig, Hauptcharakter, kämpfe, aber nicht, also jetzt nicht um die Sicherheit der Menschen. Das heißt, ich kämpfe eventuell. Nee. Ich habe eine Superkraft. Nein. Nein. Oh. Ich bin Popmusiker. Bist du das schon, wenn ich Musiker bin? Boah, so ruhig, was lange nicht mehr. Was war die Frage? Ich bin Popmusiker. Also dem Genre Pop zuzuordnen. Nein. Okay, kein Pop. Ach du Scheiße. Vielleicht um da wegen weiter reinzugehen, du hast poppige Liga, aber dem. Deine Genre ist eigentlich nicht auf Pop ausgelegt. Okay. Du bist dran, Komplize, oder? Ja. Ich weiß, aber ich lese mal meine Informationen vor, die ich jetzt gesammelt habe. Also, ich habe nicht real kein Videospiel, aber ich bin mal vorgekommen. Kein Gott, kein Anime-Charakter. Äußerlich hatte ich ein Geschlecht, aber innerlich nicht. Kein Vornamen, Vor- und Zunamen, aber ich habe einen Titel. Alleinstehende Person. Nicht Kratos. Keine Tattoos. Gesicht sieht ekelhaft aus anscheinend. Haare sind vorhanden, aber die Haare treffen nicht auf die Schulter. Ich bin definitiv nicht He-Man. Anscheinend lebe ich noch anderweitig. Hab ich eine Arbeit? Nein. Was ist das? Vielleicht sollte ich mal fragen, ob ich schon. Ich habe gerade Nein kassiert. Meine Gedankenzüge gingen gerade. Also, das ist übrigens keine Frage, Julian. Ja, okay. Ich kam mir gerade vor wie der Typ von 300, aber ich bin ja in keinem Film. Aber sonst würde alles passen. Hä? Lies deine Fakten nochmal durch, Niklas. Lies deine Fakten genau durch. Ja, außer Film. Aber sonst würde alles passen. Lies sie nochmal durch. Lies es dir genau durch. Der Schauspieler? Ah, ich bin ja kein Schauspieler. Das stimmt, bin ich real dann. Also warte, ich bin real. Aber kein Schauspieler. Aber, hä? Warte mal, das heißt, ich warte mal, stopp. Das heißt, das kann ja auch kein Film sein. Ich habe nichts mit Action zu tun. Das ist keine Fan. Ich weiß, dass es eine Verlangsfrage ist, denn ist es klar. Ich habe. Ich muss etwas Langweiliges machen. Ich mache eine Kochshow. Nein. Oh. Julian. Ah ja, genau. Ich bin. Ich habe schon mehrere Alben produziert. Ja. Okay. Ich möchte anmerken, dass du derzeit am nächsten bist. Okay. Oh Gott, bin ich ja nah dran. Ich bin eigentlich ein Schlagermusiker. Nein. Darf ich fragen? Jo. Bin ich ein Tier? Ja. Hä? Dann ergibt es keinen Sinn. Dann ergibt die Frage vorhin mit der alleinstehenden Person keinen Sinn. Warum? Weil ich gefragt habe, ob ich eine alleinstehende Person bin. Ein Tier ist für mich keine Person. Wow. Das ist Definitionssache. Da hast du uns wirklich ein Fettnäpfchen geschickt. Also. Wir haben jetzt nur drauf geantwortet, ob du alleinstehend bist, ob du eine Person bist. Warte mal. Ich frag jetzt einfach random nach. Laufe ich auf vier Füßen? Ja. Jetzt ist er am nächsten. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist da weit entfernt, das in echt zu sein. Ich bin.
Stimmt. Aber wer hat mich eigentlich ausgesucht? Ich. Bin ich. Ah, okay. Bin ich eine Art Raubkatze? Nein. Stell dir mal vor, er geht auf die Jagd. Ich hab die ganze Zeit an Okami gedacht. Wer ist das denn? Keine Anime-Charaktere. Nein, das ist kein Anime, das ist aus einem Videospiel, der hauptsächlich dadurch bekannt worden ist. Warte hier. Aber du kamst mal vor, kommst aber nicht da raus. Also bist nicht ausbekannt. Das kann man das Spiel. Warte hier, ich poste mal kurz den General hier. Daran habe ich halt das derzeit mehr gedacht. Nee, bist du nicht. Ach, das Vieh. Das kenne ich sogar. Das ist cool. Nickers, du bist dran. Ich will mal gucken, was das für ein Vieh ist. Ah, wollen wir da noch eine Runde machen? Ah. Wenn wir noch genug Zeit haben. Tarasu-Chibi. Ja, komm, Nickers, los, hau raus. Der Wolf ist Amaterasu, nur so nebenbei. Das ist mir schon bekannt. Nickers, Fragen nicht ablenken lassen. Ich bin für die... Egal was ich mache, aber ich bilde damit Leute. Inwiefern bildest du Leute? Information. Robin, kann man das sagen? Er hat... Ja, anderweitig hat er es ja mal gemacht. Okay, dann ja. Also, okay. Ich rede über Sachen, die auf der Welt geschehen. Ja. Okay. Ja. Ja, auch über aktuelle? Nein. Hey, ich bin dran. So. What the fuck? Ich rede von der Vergangenheit? Museum Mensch oder was? Ui, wen gibt's denn, der über 40 ist? Gute Scheiße. Bin ich Teil einer Band? Ja. Wie heißt er? Du darfst durch den Namen googeln, wenn du den Bandnamen. Ja, warte mal. Wie. Bin ich bei Linkin Park? Ja. Alles klar, wie heißt er? Wie heißt denn der Typ, der gestorben ist? Chester Bennington? Ja. Ja, alles klar. Das war zu einfach. Ich weiß, ich war total freundlich beim Auswählen. Ich hab gesagt, es ist einfach, du wirst am nächsten dran sein. Ich hab das Schwerste sicher nicht. Okay, darf ich jetzt? Ja. Sind nur wir beide da. In meinem Körper als dir kann ich mich ohne Probleme frei bewegen. Ja, wie jetzt? Also halt in deinem Körper drin oder du selbst mit dem Körper? Was? Ich selbst mit dem Körper, halt. Stell dir vor, ich wäre ein Hund. Ich könnte mich jetzt ohne Probleme bewegen. Zum Beispiel hängt mir jetzt, keine Ahnung. Ja, du kannst dich, bewegst dich ganz normal wie ein normales Tier quasi. Ja, wenn du das meinst. Ich bin nicht in Smite vorhanden. Nein. Also wie eine Verleihungsfrage, aber nein. So, ich bin. Also, ich bin in Smite vorhanden. Nein. Okay. Nein! Hä? Ich hab gefragt, ich bin nicht in Smite vorhanden. Verneinungsfrage! Du bist nicht in Smite. Ja. Aber ihr habt Nein gesagt auf die Frage. Ja, ist doch richtig, die richtige Antwort. Was? Wie jetzt? Hä? Du kommst nicht in Smite vor. Hä? Du kommst nicht in Smite vor. Gut, hab ich doch gefragt. Ja! Du hast kein Nein bekommen, so gut! Ja, und ich hab da auf Nein bekommen. Jetzt sagt ihr, ich bin nicht in Smite vorhanden. Es ist aber das, sonst hätte meine vorige Frage ein Ja. Hä? Dann stell keine Verneinungsfrage. Ohne das Licht. Na, also ich bin jetzt nicht auf Smite vorhanden, oder? Nein, du bist da nicht vorhanden. Gut, super, mach mal einfach jetzt weiter. Ich bleib einfach mit der Information zufrieden. Komm, der Gas, hau jetzt raus, ich bin fertig zum Glück. Das speichere ich mir unter Wer bin ich 1. Wird eine richtige Sammlung anfangen jetzt. Okay. Kann ich mich vollkommen darauf konzentrieren. Dich, Niklas.
Nee, warte, ich habe gerade an... Keine Frage, Julian. An diesen komischen Wissenschaftler gedacht, an diesen, der so YouTube-Videos macht, diesen Lechter oder wie der heißt, aber der Typ macht einen guten Job. Der Lech? Ja. So, wie heißt ich der Typ? Ist ich meine? Lennart. Harald Lesch heißt der, glaube ich. Ja, genau, der. An den dachte ich gerade, aber der macht einen guten Job. Und deswegen. Ist das ein bisschen durcheinander, deswegen. Das ist halt ein bisschen komisch. Hallo, der knürt dich wieder, glaube ich, oder? Willst du zuhören? Hallo. Weil du könntest ja eventuell spoilern. Was macht ihr gerade? Wer bin ich spielen? Immer noch. Runde. Immer noch, okay. Ich habe gewonnen. Endlich, zum Glück. Ich wollte gleich irgendwas anderes spielen, so Smite oder so. Wenn wir fertig sind. Können wir machen, ja. Die brauchen beide noch ein bisschen. Ach du Scheiße. Ich sag dir Bescheid, Dominik, ja? Ich schick dir ein Bild. Ja, Snap. Oder jo, okay, ja. Jo, mach ich. Oh, mein Schwanz juckt. Ich interessiere mich für die, für eine ältere Kultur. Ja. Ja. Bist du Niklas? Oh, Dominik, bitte nicht spoilern. Nee, ich bin älter als 30. Achso. Ich hab schon gedacht, dass das. Und laufen nicht Fernsehen. Nach 20 Okay, Uhr. Ich muss Dominik jetzt kollektiv muten. Verrät er noch irgendwas eventuell. Hä, ich geh doch jetzt gleich wieder weg, du Pimmelbär. Okay, sag okay. Jetzt gerade einfach das vorher schon. Schreibt er dir einfach eine Lösung. Ja, gut. Ach, weißt du nicht, was okay. Ich bin? Nein. Doch. Nee, weißt du nicht, aber ich, mich würd's nicht wundern. Soll ich sagen? Nein. Ach was, ich würde es auch nicht tun. Ich bin wieder Serien gucken. Alter. Was bin ich zu Hölle? Ich kann ja echt alles sein. Also, mir fällt nichts ein, aber ich kann echt vieles, also nichts sein. Also, weiß ich nicht. Ich bin religiös. Na, warte. Ein Moment. Oder warte, dann stelle ich die Frage anders. Nee, nee, warte, ganz kurz. Nee, warte, so, dass es besser hilft, weil damit ziehe ich das nicht auf mich, sondern sage ich, meine Themen haben was mit Religion zu tun. Ja. Okay. Du hast sie mir gegeben, ne? Ja, Darauf antworte ich nicht. Du hast mir gegeben. Bin fest von überzeugt. Warte mal, das kann ich. Klar hast du mir. Nee, doch. Hä? Ja, klar hast du mir gegeben. Logisches Denken. Du hast mir gegeben. Er war mal ein Gesprächsthema für kurze Zeit. Wo? Nein. Irgendwo, wenn wir uns drüber unterhalten oder so. Keine Ahnung. Nein. Ja, wir schon. Für kurze, nein, wir für schon? Kurze Zeit hat er gesagt. Ja, kurze nein, Zeit für kurze. Na, also ja, jetzt, für kurze also, Zeit die, nicht. Die Gruppe von Zeit. Uns oder? Ja, generell, egal mit wem. Ach so, nee. Nee, für kurze Zeit definitiv nicht. Spasten, no name. Du bist dran. Bin ich Kappa? Nein. Nein. Du bist dran, Niklas. Was bin ich? Ich muss auch überlegen, ey. Alter. Ich habe auf jeden Fall viel Geld. Nein. Oder das ist eine Frage. Warte.
Pass auf, da braucht nicht Google, man sieht, sieht man mir, also sagt mal so, wie man mich, ob man es mir ansieht. Ob das, warte mal, wie jetzt. Tatsachen spricht. Sieht man mir an, ob ich viel Geld habe oder nicht? Ja. Ja, jetzt kann man dir ansehen, ja. Ich habe Kinder. Ja. Bin mit meiner Frau noch zusammen? Ja. Meine Kinder gehen auf ein Gymnasium. Oh, was ist das für eine Frage, Alter? Was? Ich stelle vorher. Obwohl, ich würde. Nein. Ich frag jetzt die Kinder aus. Geht es nein? Ist es nein? Robin, was sagst du? Nein? Vergiss die Frage einfach. Stimmt. Nein. Nein? Nein. Schüler, also habe ich dumme Kinder. Alter! Aber es ist cool, dass ich Vater bin. Du bist dran. Schwimme ich im Wasser? Nein. Ich bin nicht in Smite. Ich. Also nur mal, dass ich kurz richtig zusammenfasse. Ich mache auf jeden Fall etwas im Fernsehen nach 20 Uhr, was jetzt nichts Aktuelles mit Nachrichten zu tun hat, aber was mit der Vergangenheit zu tun hat, wo ich Leute informiere, was früher passiert ist. Richtig? Da kann man mit einem Ja antworten. Ja oder nein? Die Antwort ist meiner Ansicht nach richtig. Nein. Also bin ich doch. Also, hey, das ist doch. Oh. Oh Junge. Ich hab ne Idee! Alter! Frag schnell! Oh. Ich hab voll die Idee. Komm, Robin. Kann ich fliegen? Nein. Nein. Ich bin Autor. Was bist du? Autor. Ja. Ja. Aber ich schreibe schlechte Bücher. Also. Das ist nicht witzig. Wie kommst du immer auf sowas? Weil ich einen schlechten Job mache. Ich würde so gerne. Ich wohne nicht. Warte. Ich. Wohne im Ausland von der Sichtweise Deutschland. Nein. Also ich wohne in Deutschland, okay, gut. Alter! Ich hasse mein Leben! Ich bin ein Tier, ich habe vier Füße, keine Art Raubkatz. Ich bewege mich auch normal. Bin ich jetzt zum Beispiel nicht Kappe, ich schwimme nicht im Wasser, ich kann nicht fliegen. Ich habe keine Tattoos, aber mein Gesicht könnte so aussehen, als hätte ich ein Tattoo. Nein, geh da weg davon. Die Tattoos kannst du streichen, Alter. Oh, oh Mann! Frag doch die Tiere mal aus. Kann ich schwimmen? Nein. Das hab ich schon gefragt. Hast du eben schon gefragt? Nein, ich hab gefragt, ob ich im Wasser schwimme. Also, ob ich halt sowas in der Art wie ein Fisch werde. Oder was halt hauptsächlich Wasser vorhanden ist. Aber ich hätte. Aber was ich jetzt meine, ist, ob ich die Möglichkeit dazu hätte, zu schwimmen wie ein Hund. Das weiß ich nicht. Julian, was sagst du dazu? Kein Schwimmbad, also, nein.
Nein. Also warte mal. Ich warte. Weiß gar nicht. Mit dem Schwimmen darauf, meine ich auch. Darauf kann man schwer antworten. Darauf. Ich meine, was ich auch damit meine, also, ist, kann im Wasser treiben. Und ich komme halt an meinem Ziel an, so gesehen. Ja, du. Wenn ich versuchen würde. Das ja, wenn du versuchen würdest. Das wenn du es versuchen würdest, ja. Ja. Wenn du es versuchen würdest. Ja. Ehrlich? Ja. Krasse Dinger, Alter. Ich habe mehrere Bücher geschrieben. Hey, ich bin noch dran. Achso, ich habe das ja geschrieben. Ja. Ich bin nicht real, aber ein Tier mit vier Füßen. Ich bin kein Gott, ich bin auch nicht in Smite. What the fuck? In welche Mythologie darf ich bitte hier rumgraben, bis ich da was finde? Mythologie? Hä? Nein, du bist nicht mythologisch. Das war nicht meine Frage. Das war ja keine Frage. Nee, weil ich bin ja nicht real, ich bin aber kein Gott. Aber ich bin im Videospiel mal vorgekommen, meine Figur stammt nicht hauptsächlich aus einem Videospiel. Das heißt, dass ich anderweitig einen, da ich nicht real bin, aber ich mich mal anderweitig schon kannte außerhalb von Videospielen. Gibt es über mich ein paar Dokus? Was? Rolle, die du bist oder über das Tier, was du verkörperst? Warte mal. Aber du weißt, was ich meine, Julian, ne? Ja. Als Rolle, die ich verkörper. Nein. Minotaurus. Also die Rolle nicht. Ich bin gerade bei dieser komischen Theseus-Geschichte. Warum Mythologie? Wie kommst du? Wir haben doch mythologisch Nein gesagt. Ja, nee, ich bin bei der Theseus-Geschichte. Das war irgendwie. Das heißt ja, in der Rolle, ich bin oder als das Tier. Und Theseus war irgendwie so ein Kerl, der wurde dann irgendwie zum Stier. Oder zum Minotaurus wegen irgend so Weib und was weiß ich alles. Alter, nee. Ich auf jeden Fall mehrere Bücher von mir. Warte. Junge. Ja, es gibt maximal auf jeden Fall zwei. Mehrere also. Ja, es gibt zwei. Mindestens. Ein Buch, wo es um... Ja. Also, es ist... Es muss... Also, auf jeden Fall, in dem Buch muss etwas mit Religion vorkommen und... keine Frage, Julian! Die Antwort darauf nicht drauf. Also, es muss etwas mit Religion drin vorkommen. Von geht jetzt einfach mal aus. Dann, ich denke, kriege ich gerade nur laut. Sonst komme ich durcheinander. Aber... Oh, nee. In meinem Buch gibt ist also wie frag ich denn, wenn alles normal ist? Es heißt, es gibt kein. Stell deine Frage normal. Welche Frage? Bitte. Welche Frage denn? Ich habe gerade Vermutungen. Ich hoffe einfach nicht, dass es stimmt. Was soll ich fragen? Deine Frage fragen. Welche Frage habe ich denn gestellt? Keine. Fragst du. Okay. Wie sag ich denn, wenn etwas, also ein Buch, wo es keine Magie gibt, keine Superkraft, alles normal ist, wie man aus welchem Leben kennt? Wie frage ich sowas? Ob es ein normales Buch gibt? Es gibt es, ja, es ist es. Also ein normales Universum. Ist nämlich ein Ja, wenn es ein normales Universum ist. Ohne irgendwelche Sondersachen. So. Ja. Gut. Da fällt mir schon viel weg. Nein. Doch klar. Überleg mal, ob Aragorn real ist. Aber Aragorn, das würde auch wegfallen. Ja, merkst du was? Ja, ist doch du gut. Du kannst dich auf diese Info verlassen. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass das Tier jetzt so vier Beine hat. Oder vier Füße oder Pfoten. Ich
bin noch dran. Was hast du für vier? Ja, ich weiß. Ich mach einfach weiter. Was hat mein Buch jetzt mit vier Beinen zu tun? Nichts, weil es mein Thema ist. Mein Buch hat Beine? Ja, dein Buch hat Beine, ganz einfach. Gibt es sowas? Keine Ahnung, vielleicht bei Disney. Aber nicht hier. War auch keine Frage, ne? Ich war gerade nur geschockt. Ja, okay, mach einfach. Hopp, frag. Ich bin Autor, das ist schon mal gut. Ein normales Auto, also normales. Ich, was für Autor gibt's denn? Ich lies doch keine Bücher. Alter, darf ich mal? Ich weiß, glaube ich, was ich bin. Nein. Nee, lass Nickes erstmal machen. Aber ich lies keine Bücher, also. Ihr seid sicher, ihr seid sicher, ich einen Autor kenne. Ja. Ja, kennst du 100%. Boah, das ist das dritte Mal, dass du das Lied anfangen, gell? Das dritte Mal jetzt. Kriegt's bald hin, bitte. Ich bin der Autor eines Buches und nicht eines Mangas. Richtig, ja. Gut. Bei Manga will mir wieder ein paar mehr einfallen. Ich hoffe, du bist überrascht. Aber bei Buch fällt mir gerade kein Scheiß. Fällt mir niemand ein gerade. Du bist aber auch ein ignoranter Bastard, gell? Ich? Ja. Warum? Du hast so viele Fakten und wenn du weiter immer Buch. Ich geh jetzt nur noch auf Buch. Nur noch auf Buch. Buch ist wichtig. Der Rest ist scheißegal. Nur noch Buch. Ja, ich hab ein Buch geschrieben. Bin Autor beruflich. Wenn ich das Buch weiß, was es ist, dann ist doch gut. Wer sagt, dass du. Warte, wer sagt das? Dass du beruflich als Autor bist. Ich hab gefragt, bin ich Autor? Ja. Aber ist richtig. Ist nicht beruflich. Ah. Merkst du was? Jeder Mensch kann ein Buch schreiben, muss nicht beruflich sein. Oh, ist das, glaube ich. Oh, weißt du es? Du kannst zum Beispiel Mitsporn. Mit dem musst du mal Referat halten. Der hat mehrere gottesgläubige Bücher geschrieben, ist aber eigentlich dafür bekannt, dass er im Radiomoderatoren auftritt. Und das macht er nebenbei, also nicht hauptberuflich. Donnerk, jetzt fritz rein. Jetzt kommt's. Na, ich muss, wir müssen jetzt ein wenig mehr helfen, sonst dauert es wirklich viel zu lang. Ja. Nach 20 Uhr vor allem. Na, ich glaube, ich kann's lösen. Ja, dann Niggas, frag schnell was. Verkackst du dann? Bin ich ein Stein? Nein. Bin ich ein Glücksbärchen? Nein. Wieso nicht? Du läufst auf vier Beinen. Ja, Glücksbärchen haben vier Füße in dem Bein. Die laufen aber auf zwei Beinen. Ja, aber die haben vier Pfoten. Ja, wir laufen nur auf zwei. Und die Kuhbärenbande wäre wahrscheinlich auch nicht. Ja, geil. Die hüpfen doch auf ihren Ärschen, oder? Niklas. Komm, Niklas, hau was raus. Ja, weiß ich doch nicht. Kenn ich diese Scheißfigur überhaupt? Ja, ja. Safe Call. Seid ihr bei mir auch sicher? Ja, mehr als sicher. Ich bin der Hund aus Bruce Clues Blau und Schlau. Nein, ich bin dran. Ist egal, ich kann nicht mehr. Ich. Wollte. Ich hab eine Titelmelodie. Nein! Oder? Hat er eine? Was? Also im Film halt, Robin? Keine Ahnung. Hat er eine Titelmelodie? Nein. Würde ich nicht sagen. Okay. Kennt man mich aus dem Fernsehen? Ja. Ja. Alter, Fernsehen. Lauf ich heute noch? Ja. Disney Channel? Weiß ich nicht. Ja, auch. Okay. Hab ich einen Film spendiert bekommen? Habt ihr was? Ein Film. Ob ich einen Film spendiert bekommen hab? Die Sache ist nur die. Einen Film spendiert, wo du na, stell dir Bild hast? Na, oder? Nein, wo ich als dieses Tier vorhanden war in dem Fall. Stell dir vor, du schaust jetzt. Was nehmen wir als Beispiel?
keine Ahnung, du schaust Power Rangers. Und in dem Zeitpunkt existierte der Realfilm noch nicht. Aber du hast so einen 2-Stunden-Film schon mal spendiert bekommen. Das ist zum Beispiel das Beispiel wie bei Lilo und Stitch. Gibt's als Serie, aber es hat auch 2 Filme. Dann ja. Also, ja. Wind spielst, ja. Disney Channel unterwartet. Meine Serie gibt's schon vor 2010. Ja. Aber ich bin auch, aber ich kam auch erst nach den 2000er raus. Nee. Also in dem Zeitraum 2000 bis 2010. Ich glaube nicht, du bist älter. Kleinen Moment, das gucke ich. Ich glaube, ja. er ist älter. Ja, Moment. Es kommt sicher aus dem 1900 irgendwo. Warte. Nee, es kommt auf. Also, wie meinst du das? Frage nochmal bitte. Naja, lief meine Serie vor 2000. Nach 2000. Ja, ja und auch nein. Heißt, dass der Film oder der Film, der gekommen ist, wahrscheinlich vorher schon haben, aber die Folgen, die Staffeln danach. Nochmal, was? Na, wenn es ja und auch nein heißt, das heißt, dass es ja geteilt sein muss. So wie habe ich eine Serie. Das heißt, sowas wie zum Beispiel mein Film, der kam nach 2000 raus, aber zum Beispiel die Serie vor 2000. Ja, ja. Nein. Warte, also, wir regeln das Ganze. Warte, warte, ja, Niklas, ich schreib's dir. Hä? Ist ein Nein, ist noch viel älter als ich dachte. Aber ist viel älter als ich dachte. Klopf. Ja, aber guck mal, Niklas. Ja, deutliches Nein. Ja, aber guck mal. Hä? Ich bin, glaube ich, auch nicht Captain Baloo. Fahr mal, bis es nicht macht. Ja, okay. Das ist eindeutig nein, ja, ohne Scheiß. Ja, okay, ist eindeutig. Das ist das, wo die erste Folge entstanden ist. Das ist Datum und das ist uralt, also. Musik ist aus. Ja, ich hab's ausgemacht. Also. Weil Dings ist stört's. Warte mal kurz. Aber das ist, also wenn es an dem Datum released wird, dann ist es nein, ne? Ja, ja, stimmt schon. Also ich würde dann echt sagen, es ist älter. Was wirklich krass ist. Ja, älter. Ja. Aber es ist viel älter, als ich dachte. Ja, nee, ich dachte schon, dass es älter ist, aber... Wo siehst denn du, dass die erste Folge da rauskam? Ich habe nach Release geguckt. Ah, stimmt. Und da stehen, kommt dann, Dings, dass, Anfang der 1930er international bekannt wurde. Also gab es ja schon vorher. Bemerkt, krass, wurde es erst 1961. Ja, ja, aber... auf welche? Ah, okay, ja, ja, ich 1961 kam es in die Disney-Dings. Ja, 1926 hat es angefangen. Genau. 1930 ist halt erst das ganze international und sowas. Ja. Das ist also wirklich schon uralt, Alter. Jo. Okay, aber Musik wird wieder an. Okay. Ist sonst so ruhig oder was? Ja. Soll ich was anderes auch mal anmachen? Nein. Okay. Ne, ich mein so ähnlich, aber was anderes. Aber gut, dann nicht. Nice. Er kann ja für sich muten. Ja. Oh. Wer ist jetzt eigentlich dran? Ich eigentlich, also kann ich sonst weiter fragen. Ja, kannst weiter fragen. Robin, bist du noch da? Der ist doch weg, kurz gegangen. Naja, also. Auf jeden Fall. Mhm. Oh Gott, ich hab echt keinen Plan, ey. W-
wenn ich wissen würde, was ich bin, würde ich mir dann dumm vorkommen? Ja. Ich bin wieder zurück. Jo. Habt ihr eine Antwort? Du hast ein Nein bekommen. Hä? Du hast ein Nein bekommen. Wie, ich hab 9 bekommen? Nein! Nein! Achso, ich hab 9 verstanden, okay, nein. Also Nick, das hat dich gefragt, ich hab mich wahr gemacht. Also vor den 2000ern liebe ich schon. Ja. 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 Gut. Oh, Nick, das ist sowieso dran, also. Gut, nee, das muss ich feststellen, weil sonst... auch wieder was Skurrilitäten auf. Ich überlege gerade, wen ich kenne, der ein Buch geschrieben hat, aber nichts damit so, also auch geschrieben hat, aber auch was anderes noch macht, ne? Ich überlege gerade so. Die Bärenbrüder. Ich bin aber vor. Aber ich bin dünn, weiß, komme aber aus dem Ausland, wohne in Deutschland. Ja. Keine Kochshow. Kein Film. Und red über die Vergangenheit. So ziemlich nichts Aktuelles. Bin älter als 30, bin ich kein Schauspieler, mach aber einen schlechten Job anscheinend. Und bin an sich auch ein nicht lustiger Typ. Hab aber eine Familie. Kein Schauspieler. Naja, mach das mal kalt. Oh Gott, ich bin meine Füße, meine Käsespätzle neu. Boah. Beeilung. Ich hab mich. Also könnt ihr von ausgehen, dass ich mich schon mal in ein Bewegtbild gesehen habe? Jo. Hab ich zu dieser Person etwas mit euch zusammen angeschaut, mit irgendeiner Person? Ja. Okay, also Watch Together mit dir. Ja. Also müsste ich bald mal hinkriegen eigentlich. Ich glaube, ist das die richtige Richtung für mich. Watch Together mit dir, was soll mir da geben? Da gibt's mal keinen Verlauf, oder? Alter, darf ich auch mal fragen? Nick ist noch dran. Aber ich frag grad gut. Watch Together ist nice schon, das ist cool. Also... Hallo. Er hat aber auch ein Buch geschrieben. Was Normales. Über die Vergangenheit. Auch in dem Buch kommt etwas Religiöses vor. Ich. Ja. Achso, was? Warte. Sorry, warte. Ja, es kommt was Religiöses vor. Ja, das hab ich mal gefragt, ja. Aber ich hab auch von der aktuellen Fernsehen nach 20 Uhr. Und bin für Kinder. Auch. Also nicht hauptsächlich, denke ich. Irgendwie. Also auch für Kinder, ja, aber nicht so hauptsächlich. Alter. Die Informationen sind aber alle richtig so, ne? Ja. Meine Geschichten... Ey, warte, das ist ja blöd. Frag nicht zum Buch. Geh weg vom Buch. Wir waren diese Woche in Watch Together, haben uns das angeschaut. Diese Woche? Ja. Es ist Montag. Achso, nee, letzte Woche. Dann nein. Nein. Das ist schon länger her. Okay, darf ich fragen? Ja. Ja. Bin ich der Hauptcharakter meiner Serie? Nein. 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 Ja, nein. Deshalb. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich mit Hauptcharakter meine. Also, ja. Heißt auch, dass ich als, zum Beispiel als, keine Ahnung, 5er-Trio auftauchen kann, aber zum Maincast dazugehöre. Ja, das ja.
Also, ja, weil ja dann schon, aber das ist kein. Also, pass auf, das ist ein Nebencharakter. Das lässt sich bei MyAnime das ganz gut erklären, weil da dürfte nämlich bei Ovalino Seraph sowas wie. Wie Shinoa nicht als Hauptcharakter zählen. Aber sie gehört zum Maincast. Aber sie. Ja, die komplette Fünfergruppe, die sie da bilden. Das sind Nebencharaktere. Nee, sind alles Nebencharaktere, kannst du nachgucken. Hier, ich gucke auf die Hauptseite, die. Wo nur die lilahaarige ist, gehört zu den Hauptcharakteren, der Rest ist Nebencharakter. Nicht mal den Namen kennst aber du. Aber es ja. kommt drauf an, Geht auf den Tab drauf. Geht auf den Tab dann drauf. Dann guck auch welche Season, ne? Weil Season, ist das ist die erste. Jetzt guck Season 2, da gibt's andere. Guck nach. Nein, das sind immer die gleichen. Nein, klar, nein. Doch, Season 2 gibt's auf jeden Fall andere. Ja, wir können immer noch zum Maincast dazu. Hier, gleich bei Season 2. 100 Charaktere. Weil sie eine essentielle Rolle in dem ganzen Zeug spielen. Deswegen ist auch Ferret Nebencharakter. Dann ist es aber so eine Sache. Aber wenn du nach das gehen willst, dann ja, okay? Ich gehe immer noch sowas. Dann ja. Aber in meinen Augen eher nein. Also das ist ein Ja, okay? Auf. Ja, das ist ein Ja. Ja. Alter. Lief ich vor 1990? Ja. Ach du Scheiße. Gehöre ich zu den Gummibärenbanden? Nein. Nein. Ich bin kein Gummibärenband. Ich vertrete ein ernstes Thema. Ja. Wieso geht mein Gedanke gerade in die indische Richtung? Ich habe gerade an rote Punkte auf der Stirn gedacht und sowas. Ja, klar. Oh, hat man nicht sowas das Thema mal gehabt? Ich möchte anmerken, wenn wir vor 20 Minuten fertig werden, würde ich gerne auflösen. Jo. Halt alle Charaktere in dem Fall. Ja, ja. Ich. Das ist echt schwer. Fast 2 Stunden struggeln wir. Wir sind seit einer Stunde erst dabei. Anderthalb. Ja. Wir haben 18 Uhr angefangen. Wir sind genau 1 Stunde, 32 Minuten, 53 Sekunden dabei. Mhm. Ach ja, was bin ich zur Hölle? Ich kann alles sein. Ich kann nicht so viel sein, aber... Der Typ hat für das, was er tut, mein Interesse geweckt. Ja. Ja. Ach, du weißt es auch. Okay. Ja, ich glaube, aber nicht für Mangas. Nebenbei Auto, also mach ich auch lieber andere Sachen im Fernsehen. Ich. Habe. Nichts verbrochen. Das heißt, nichts Schlechtes bisher getan. So. Nein. Ah, doch. Also, nein. Du hast was Schlechtes getan. Ja, du bist schuldig. Okay, da darf ich wahrscheinlich fragen. Jo. Alter, vor 1990. Ich kann nicht schwimmen an sich, aber ich könnte einen Fluss überholen. Geh weg, Colin!
Geh weg! Was willst du? Musik aus gleich? Komplett? Warum ist am Ende? Weiß ich nicht. Gehöre ich zu den Dinos? Nein. Nein. Da muss ich Chip und Chap sein. wer ist erst danach? Nein, muss ich irgendwas von Chip und Chap sein. Weil Disney hat Channel Originalserien. Oder was vorher 1990 schon lief auf Disney Channel an sich blinkt, war halt mit dem, was ich noch gefragt habe, ergibt es halt keinen Sinn. Mein also, Gott, was für Wikipedia-Eintrag hat, gibt da schon Sinn, was wir so sagen. Naja, gibt es da bei mir keinen Sinn. Halt von dem, was ich raussuche. Stimmt, ich könnte nebenbei googeln, was ich bin. Weißt du, nebenbei, ich habe Chip und Chap nicht gesehen. So wie DuckTales auch nicht und die Dinos. Ja, bist auch nichts davon. Und Captain Baloo ist für mich nicht von 1990. Aber Captain Baloo ist cool, Alter. Ja, aber der kam 1990. Ich hab mir gefragt, vor. Ja, du bist eindeutig vorher. Safe, also wirklich safe, okay? Also das sind wirklich Jahre noch. Mickey Mouse. Na, ich bin dran übrigens. Mickey Mouse hatte vorher, aber hieß vorher nicht Mickey Mouse, der Kerl. Der hieß vorher Steamboat Willie. Ich... Ernstes Thema. Also wirklich Buch und keine Zeitschrift auch noch. Ja, richtiges Buch. Aber meine Meinung wurde schon mal in der Zeitung von jemandem wiedergeschrieben. Ja. Ja. Mehrmals. Okay. Ich bin aber noch eine ziemlich aktuelle Person. Ja, nein? Als aktuelle Person. Mehr oder weniger, würde ich sagen. Ja. Hört man mich heutzutage noch irgendwo mal, hört man mich reden? Ja. Ja, wenn man... Raven blickt durch. Was ist das? Kim Possible! American Dragon. American Dragon! Ich hab echt null Plan, ey. Also ohne Kack, ich hab echt null Ahnung, was ich bin. Kannst du mal weitergehen und überlegen? Ja, gib weiter. Okay, hi. Bin ich der Bösewicht aus meinem Werk? Nein. Nickerst du, bist du da dran? Ach, scheiße. Das ist schon wirklich unfair, weil ich bin Person. So gesehen. Halt von Maincast, aber ich gehöre zum Maincast dazu. Also ich hab Stellenwert, aber der anderweitig. Gott, Alter, ich habe für Aufruhr gesorgt mit dem, was ich gemacht habe. Ja. Im negativen Sinne. Ja. Als auch. Wisst ihr, wer cool gewesen wäre, wenn ich der Voice Actor von Aokwan geworden wäre? Das wäre cool gewesen.
Ich gebe weiter. Ich existiere vor 19. Ich. Nochmal bitte? Was ist? Ich existiere vor 1918. Ja. Ja. Vor 1970? Ja. Vor 1960? Ja. Na, vor 1950? Ja. 40? Ja. 30? Eigentlich schon. Also, du hast davor existiert. Ja. Von Disney auch noch. Dann ist es normalerweise halt dieser Willi. Da gab es aber auch noch Katakano nebenbei. Aber da war wahrscheinlich dann der Bösewicht. Weil was anderes kann ich mir Disney in der Zeit halt nicht vorstellen. Das war halt die damalige Mickey Mouse. Der wurde dann Originalname. Wann kam denn Mickey Mouse dazu eigentlich? In welchem Datum? Irgendwas mit 1920 oder so. Naja, nee, der Deutsche. Nee, an sich war gefragt. Also an sich war der Erscheinungsjahr ist 1928. Und Steamboat. Dann sind die ja fast, ja, sind die ja fast gleich alt. Sind sie, glaube ich, sogar. Ja, doch, sind sie sogar. Sie sind gleich alt. Ja. What the fuck? Nice, Alter, die sind cool drauf. Hast du dich nicht gedacht? Gleich alt, ey. Warte, wurde der Charakter erst in dem Jahr erschaffen? Also halt von 1928, wenn ja irgendwie gleich ein Mickey Mouse sein soll, oder ist der ein Geburtsjahr des? Das ist halt jetzt die Frage. Es ist nicht das Geburtsjahr, also das vor 1930. Halt so, wo eigentlich sein Alter angepeilt wird. Wer will Vicky schauen, du oder ich? Was? Was nochmal? Was hat er gefragt? Ja, ob es das Geburtsdatum ist oder ob es da schon das Filmmaterial davon gab. Halt, ja, das ist nämlich wichtig. Warte. Nee, Geburtsdatum. Geburtsdatum. Das entstand zum ersten Mal. Nicht also, als, aber nicht als Serie. Also der Charakter existiert erst seit vor 1930 und das ist nicht das Geburtsdatum. Doch, vor 1930 ist Geburtsdatum. Aber nicht in Form von der Serie. Warte. Also die Serie ist halt zum Beispiel älter oder neuer, aber vor 1930 ist er geboren worden. Genau. Ja. Das ergibt schon wieder keinen Sinn von dem, was ich gefragt habe, weil ich gefragt habe, ob die Serie seit 1930 existiert. Wann? Nicht das? Die Serie? Nein, aber vor 1930 war das nämlich das Buch, was existierte. Ein Buch? Mhm. Nee, weil ich bin ja die ganzen einzelnen Nummern runtergegangen. Ich bin von. Ja, ging aber, du bist aber nicht nach Film oder nach Dings rumgegangen, sondern. Doch, ich bin. Du bist bin nach halt Person, ob's Dings die Person nein, gab. Ich bin halt von der Serie ausgegangen, dass diese Serie schon seit. Ja, aber du hast so gefragt, wie gab es mich schon? Und naja, da hast du ein Datum immer genannt. Also okay. Ist schon so richtig. Dich gab's dann ja schon. Ach, du Scheiße. Alter. Aber ich hab echt kein Schmerz, was ich zum Beispiel bin. Bin ich Mickey Mouse? Nein. Ich bin nicht Mickey Mouse. Nein, du bist nicht Mickey Mouse. Wo ist da der Spaß? Wenn vor 1930 mein Blut geschrieben worden sein sollten, tun. Ich weiß, dass ich dran bin, ich überlege. Ja.
Ich hab mich ernst genommen. Ja. Ich nehm ne Person ernst, Alter. Ach so, du! Ich dachte, du als Person hast dich selber ernst genommen. Nee, du wahrscheinlich nicht. Also sag ich nicht mehr als Witzfigur, der irgendwie, ne, eher so, ne? Ja, schon. Okay. Das ist ja doch witzig! Nein, nur weil du wir haben doch vorhin schon geklärt, dass du, wenn du ihn witzig findest, dass es nicht relevant ist, sondern nur, ob er an sich als Witzfigur gedacht war. Und das war's nicht. Darf ich? Oder ja, ja. Man weiß, dass ich in der Serie man weiß, wann ich Geburtstag habe in der Serie. Nein. Bin ich Kater Carlo? Nein. Nach Nein fragt man nicht. Stimmt. Erstmal bin ich wieder dran. Alter Junge, was hast du mir da gegeben? Was ganz Simples. Ja, das stimmt, aber es ist halt wirklich ganz simpel. Ich hab mich halt als fuck. Deins ist auch simpel. Ich sag dir. Es ist eigentlich alles leicht gewesen. Wenn wir alle so blöd sind, irgendwas hinzukriegen. Donald Duck. Nein, du läufst auf vier Beinen. Ich weiß, es ist auf vier Beinen laufen. Ja, die haben vier Füße, habe ich gemeint. Das heißt, existiert Pluto schon vor 19? Ich muss überlegen. Ich, Na, Plutos Geburtstag ist, glaube ich, sogar bekannt von der Serie aus. Ich muss mir lächerlich vorkommen, wenn ich weiß, wer es ist. Ja. So, eigentlich so, wenn wir uns das Deutsche Gerät angeschaut haben und sich die Person irgendwie interessant oder beziehungsweise irgendwo witzig gefunden haben. So. Ja. Oder irgendwas, irgendwie Interesse muss mein Interesse muss irgendwie geweckt haben. So, sonst, ja. sonst würde ich euch eigentlich nicht was zeigen wollen. Ja, und ich bin mir, ich zeige ja schon ziemlich viel, weil ich das gerne mache. So. Und jetzt muss ich überlegen, aber welche Person war denn da so relevant? Ich gehe nicht vom Politiker aus, ne? Also heißt es, was ist noch? Politiker fand ich witzig. Ich habe nicht Anime, ich habe auch nicht mal ein Buch geschrieben. Ich muss, was fand ich denn noch relevant im Leben? Koch auch nicht, was Religiöses, aber mit Hindu und sowas und diese Buddhisten-Scheiße, das ist ja letzte Woche noch gewesen. Alter. Ist mein Gedankenfahrt jetzt irgendwo in die richtige Richtung, so wenn ich so weitergehen würde? Nein, nicht wirklich. Also bin ich ganz weit weg von. Okay. Eigentlich schon richtig hart weg. Ich brauche neue Fährte, neue Spur. Ja. Okay. Ihr habt doch 19 Minuten heute aufgelöst. Finde ich die Person, die ich bin? Vom heutigen Datum aus noch interessant. Ja. Ja. What the fuck? Kann man kein nicht interessant finden, das ist mein ganzes. Boah. Ich war so interessant, dass ich in YouTube Trends war. Nein. Was. Okay, jetzt bin ich dran. Ich habe eine Vorlage. Was?
Nee, ich hab eine Serie. Das heißt, zu meiner Serie gibt's eine Vorlage. Inwiefern meinst du eine Vorlage? Du meinst, es ist ein Buch dazu, gibt und das spielt's wieder, ne? Buch, ein Lied, sowas halt. Ja, es gibt ein Buch. Ja, es gibt ein Buch, ja. Beziehungsweise, ein Comic, würde man eher sagen. Nein, oder schon ein Buch. Comic? Nein, schon ein Buch. So, nix. Ja, das Buch muss halt aber vor dem sein. Das ist ja keine Vorlage mehr. Also, es ist auf jeden Fall, ja, das Buch kam vorher. Aber hatte die Serie eine Vorlage? Ja, das Buch immer noch. Aber es spiegelt nicht das wieder, was im Buch drinsteht. Stückchen schon da, stückchenweise schon da. Ja, ja, klar, aber... Es gab schon alle Figuren. Ja. Ich bin mit Disney immer noch richtig, oder? Jo. Warte, ist das auch von Disney? Nur so nebenbei, Disney kann auch Pixar und sowas. Ja, ist von Disney, okay. Aber also wirklich von Disney? Ja. Ich meine auch wirklich das Hauptstudio Disney und nicht Pixar. Nee, Disney, schon von Disney. Schaut man sich das heute noch an? Ja. Ja. Ich definiere nochmal mit. Also auf Free TV 20:15 Uhr. Glaube ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ist mir zu schwer. Es läuft nur morgens. Ist also kein Ja oder Nein Antwort. Ich kann das. Es läuft nur morgens, aber es läuft immer noch. Ja. Hat der jetzige Stand der Serie noch was mit. Was? Hat der jetzige Stand der Serie noch etwas mit dem alten zu tun? Beispiel Lilo und Stitch. Gibt's ja jetzt Yoda und Stitch und so einen Scheiß. Also dann ja. Ja, der jetzige Stand hat noch was zu tun, ja. Ich glaube, da verändert sich auch nichts. Ich bin aus dem Mickey Mouse Universum. Nein. Da steht auch sowas wie DuckTales. Ja, nein. Du bist nicht aus dem Mickey Mouse Universum. Definitiv nicht. Aber ich hab aber. DuckTales? Ist das im Mickey Mouse Universum? Ja, Donald Duck. Nee, das ist nicht, keine Angst, ist nicht. Ist definitiv nicht Mickey Mouse. Aber sind die Entenhausen? Ja, gar nicht. Stimmt. Nein, überhaupt nicht, sondern von Handelsweise. Es gibt auch solche, es gibt Folgen, wo... Nee, weil Donald und Mickey sind ja Freunde und Donald Duck kommt aus Entenhausen und Mickey aus Mooshausen, keine Ahnung. Ja. Irgendwie schon. Ist schon dasselbe Universum. Könnte man glauben. Ja, ja. Nein, sind sie nicht. Nein. Ja. Doch, sind sie. Doch, sind sie. Echt? Ja. Niemals. Doch. Da musst mit Goofy und so weiter, doch. Dann, ja, der Goofy und Max gibt's noch und was weiß ich. Das ist alles im selben Universum. Na, außer es... Am Ende kommt's irgendwie... Warte mal. Existiert meine Welt in Kingdom... In Kingdom Hearts? Ja. Hm. Meine Welt, ob sie denn existiert. Warte. Was ist das Erste, was du mir geschrieben hast? Warte. Das ist jetzt sehr wichtig, weil wenn man Welt bei Kingdom... Ich weiß nicht, wer das ist. Warte. Ich glaub nicht. Nein! Ach so, okay. Kein Moment. Es geht um Donald Duck und Mickey. Okay, ja, okay. Das ist das Universum. Ja. Ja, die gibt's auch. Im Kingdom Hearts. Die Welt. Existiert meine Welt schon im Teil 1? Boah! Ja. Ja. Alter. Das kann ich anfangen zu googeln jetzt schon. Ich hab nicht mal einen Ansatzpunkt, was ich bin. Ach du Scheiß. Ich muss in Kingdom Hearts 1 existiert haben. Der 100 Morgenwald. Nee, Winnie Pooh hat mit mir nichts mit, Ding zu tun. Was? Winnie Pooh hat nichts mit Entenhausen
Weil zu halt in der gleichen Welt. What the fuck? Hä? Das hat doch nichts damit zu tun. Ich glaube, wir müssen so die erste Diskussion zur letzten Frage zurückgehen. Hä? Klar hat Donald Duck was damit zu tun. Nein, die sind nicht in der gleichen Welt. Donald Duck und Mickey schon. Ja. Ja, ja. Das war das Einzige, was ich diskutiert habe. Ah, das ist richtig. Ja, ist richtig. Alter, das Kingdom Hearts hat nur 17 Welten anscheinend. Wunderland, nein. Tiefer Dschungel, nein. Schloss Disney haben wir noch. Reich der Dunkelheit. Ort des Erwachens. Atlantica, nein. Adidas Olymps auch. Agrabah, nein. Ende der Welt. Die Stadt Traverse, perfekt. Holle Bestie, nein. Insel des Schicksals. Monstro. Was ist das denn? Das nee, ist nicht. Pinocchio. Nein. Schloss Disney? Ja oder nein? Nein. Ich denke, dass du bist. Bin gerade irgendwie durcheinander. Na, wir sind gerade bei der Disney-Welt. Ich bin bei King. Weil es gibt ja anscheinend im ersten Kingdom Hearts Teil gibt es Welt. Und jetzt versuche ich erstmal die Welt herauszufinden. Und es war halt Schloss Disney, wo ich gefragt habe. Nein, ist es nicht. Ah, ich habe immer noch keinen Bonuspunkt. Alter, ist gleich 48. Ah, Junge! Die Musik ist jetzt zum dritten Mal aus. Mach es zum vierten Mal an. Scheiße, egal welche Person ich bin, diese Person klaut mir gerade all meine Nerven. Zum Glück hatte ich was richtig Leichtes. Ja, weil ich das gegeben habe. Ich war noch, bin davon ausgegangen. Also erratbar. Noch 11 Minuten. Wollt ihr echt aufgeben, Jungs? Ich hab keine Ahnung, was ich fragen soll. Robin ist so nah dran. Robin ist richtig nah dran. Hey, Charakter mit unbekannter Welt. Bambi, 99 Welpen. Ich dumm, Birdie, bin... What the fuck? Disney-Charakter, hier haben wir noch was probiert. Brauchen. Zwerge, Pimpel, Bambi, Zeppel, Vegara, Jensit. Nee, du, Nick ist gerade dran. Donald Duck. Naja, Jensit ist, Disney. Mann, Scheiße, ich weiß schon, was ich fragen soll. Geppetto. Was Anastasia? Ich bin gerade in einer Situation, wo ich selber nicht mal weiß, genau, was ich jetzt fragen soll, weil. Aber alle Informationen, die ich habe, bringt mich ja auch nicht zu der Person, zu der ich möchte. Ich habe eine Buchvorlage vor 1930. Aber was bringt mich denn so weiter hin? Was soll ich mir fragen, was mich auf die richtige Spur bringt? Ist auf jeden Fall etwas, was im realen Leben spielt, weil es keine Magie oder sonst was gibt. Ja. Hallo. In diesem Monat letzten Monat war die Person relevant. Für mich. Für dich? Nee. Schon länger her. Okay, darf ich fragen? Kann ich diesen Charakter bei Trevor's Town? Was? Trevor's Town? Ja, warte hier. Kann ich sie hier treffen? Warte. Kingdom Hearts ist da. Da unten sind Charaktere. Und das sind in Klammern steht da KH für Kingdom Hearts. Ja, Moment, ja. KH steht für Kingdom Hearts 1 und davon geht. Also nur für die Charaktere, die da unten sind. Ach da, okay. Bei den Bildern. Da steht KH in Klammern. Nee. Nein.
bin aber auch kein Monster. Ich muss ein Tier sein mit vier Pfoten. Warte, wieso ist auf der Liste nicht Plack? Neckertufist. Oh, Jungens, 8 Minuten noch. Hopp, drop, ich will Pluto fragen. Ich selber als Person? Nee, es bringt nichts. Wollt ihr aufgeben? Wir haben noch 7 Minuten. Ich werde fragen, ob ich Pluto bin. 7 Minuten muss ich noch rumkriegen, hat er nicht gefragt. What the fuck? Es gibt nichts, was mir einfällt. Ein Tier auf vier Pfoten war bei King. War's. Noch nur einer. Ah, oh, Jungens. Wo ist kann auch das schöne Biest sein? Schernabock? Ah, lol. Ich bin. Ich wollte dich nur verarschen. Ich geb weiter. Bin ich Pluto? Nein. Nein. Hä? Alter, das ist echt. Ich hab aber echt kein Schimmer, was ich bin. Ohne Scheiß, ich hab echt null Ahnung. Ich bin auch nicht Sephiroth. Ah, du Jungs, denkst, ihr habt keine Fragen mehr. Du denkst viel zu kompliziert. Ich? Achso, du auch, Niklas. Ich denke immer kompliziert, wirklich. Da ist auch Komplize. Ja, deswegen. Aber ich hab keinen Schimmer, was ich bin und ich bin was Relevantes für mich. Nicht Clayton. Oh. Oh. Nicht Clayton. Oh. Ich stamm nicht mal aus der Mythologie. Also bin ich aus Ich schreibe in das, was ich geschrieben habe, ist jemand gestorben. Weiß ich nicht. Das ist nicht Death Note, nur so nebenbei. Obwohl. Death Note ist Anime. Doch, du hast Sachen aufgeschrieben, dadurch sind Menschen gestorben. Also bin ich böse. Das machst du erst jetzt an, oder was? Ja, ich hätte ja mal gefragt, ob ich ein Held bin. Da wurde auch ja gesagt. Ich bin für manche Leute ein Held, aber für manche nicht. Ja! Ich hatte mit Religion zu tun. Ja, anderweitig. Ich hab absolut keine Ahnung. Was auf jeden Fall. Verdammt. Der Gründe, was deine Taten bin. Darf ich? Auf mich hören auf jeden Fall viele Leute. Ja. Ja. Ich bin sehr bekannt. Ja. Ja. Jetzt heißt es gleich. Hab ich was mit dem IS zu tun? Nein. Oh. Okay. So nah dran. Hab ich aus der Welt vom 100 Morgenwald. Ja! Ich bin Winnie Pooh. Nein. Nein. Oh Mann, 100 Morgenwald. Da ist einfach nur Eule, Cooper, Ferkel, Kanga, Rabbit, Root, Tigger. Ich bin IA! Ja! Der ist nicht mal dran. Also bin ich noch dran, ja? Achso. Zieh die Zeit nicht raus, ich möchte gewinnen! Na noch? Komm, Neckars, vielleicht gewinnst du vor ihm. Vielleicht gewinnst du vor ihm. Niklas, hopp! Ich hab's jetzt noch ist es nicht gültig für dich, Robin. Noch bist du nicht gültig. Ja, aber ich möchte bitte vor 20 Uhr nochmal einlösen. Sonst ist es unfair. Wenn er jetzt Zeit rausschindet, ja, aber ich muss auch überlegen dürfen, ja? Ja, hopp, mach! Sag mal, wenn ich bis. Nach meiner bis zum nächsten Nein spielen wir, ja? Dann hast du sowieso gewonnen. Scheiß nochmal auf die Zeit. Okay.
Na, wir lösen aber sofort auf, wenn ich fertig bin. Aber ich bin religiös bekannt. Mache Aufruhr, auf mich hören viele, für viele bin ich. Das heißt, ich mache auf jeden Fall, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Was für Religion? Ja. Das heißt, ich vertrete eine Meinung, die ich zum Beispiel selber nicht vertrete, weil ich weiß, wozu ich gehöre, weil ich bin nicht religiös. Ja. So, ich bin. Ich weiß, in welche Richtung das Ganze geht. Hopp. Komm. Ich will Saints Row 3 bitte spielen. Ich habe Ahnung von der Politik? Ja, von der, in deiner Zeit hattest du Ahnung von der Politik. Aber du hast fast. Ahnung von der Politik sogar. Ja. Aber ich bin weiß. Ja! Ja! Das war der Hinweis, den du brauchst, jetzt kannst du es beenden. Und ich bin dünn! Ja! Bin ich dumm? Nein! Nein! Ich bin Nein! Ja. Also, das war ja keine Frage, Alter, das war eine. Ach so! Das musst du auch mit dem besser definieren, dass das keine Frage ist. Ja, sorry, aber. Mann! Das war so laut gedacht! Das ist ich ein. Vor allem nicht nur in Deutschland! Ja! Nicht mehr! Wie? Hab's fast. Hast in Deutschland gewohnt. Oh. Wurde jetzt nur fast, weiß keine. Oh, wir haben es fast. Komm, gib ab. Ich möchte zweiter Platz werden, verdammt. Lickers Force immer noch ein Nein, also. Nein, Niklas. Du triggerst, hör auf. Ich bin Nicker. Ihr stresst mich! Es ist 20 Uhr. Nein, ich darf raus heute. Ich hab gesagt, ich hab noch Zeit. Bis zum Nein, hat er gesagt. Also. Verdammt. Oh, Niklas, jetzt drop. Ja, wenn drop ich. Vielleicht krieg ich's ja noch raus vor dir, bist du nicht letzter und der Loser hier. Hopp, du schaffst das! Du wirst dein IA nicht sagen dürfen. Nein, jetzt wirst du aber taktisch mit deinen Fragen umgehen, hopp. Ja, ich versuche nach Taktik zu gehen. Aber ich hab. Nee, warte, also ich. Warte! Ich hab absolut keine Ahnung. Also, ohne Scheiß, ich bin. Vor allem, ich bin älter als 30. Ich muss alt sein. So, ich hab hohes Ansehen. Ich. Bin religiös. Vertrete religiöse Meinung. Wegen mir wird wahrscheinlich auch Krieg gemacht irgendwo. Ja! Aber mir fällt absolut keine Person ein. Und ich bin wahrscheinlich ziemlich dumm, wenn ich den Namen höre. Welcher Typ macht den Krieg wegen irgendeiner Religion, die was jetzt nichts so mit IS zu tun hat? Oh Gott. Du hast es doch schon auf der Zunge, verdammt. Ich hab nichts mit IS zu tun. Nichts. Ah, wer? Ist das eine verneinende Frage? Nein. Ob, frag jetzt einfach. Du kannst eigentlich rein theoretisch nur Fragen stellen mit Ja oder dir die Antwort sagen. Ich will. Ist sowieso Zeitdruck für mich, weil ich auf Toilette muss. Verdammte Axt. Die Zeit, dass wir Saints Row spielen können, geht weg. Also ich hab mal in Deutschland, weiß ich genau durch.
Es muss auf der Zunge liegen doch eigentlich. Es muss relevant sein, Krieg, es muss... Oh Mann! Du verarscht uns doch, oder? Nein! Wie kann man nur so auf dem Schlauch stehen? Schlauch stehen? Bin ich Gärtner oder was? Nein! Das okay, war die verneinte Frage. Eigentlich ist Niklas jetzt dran. Ich bin ja. Danke! Niklas, wir lösen für dich auf, oder? Nein, wartet. Niklas, start schon mal Saints Row. Oh. Mein Handy liegt auf meiner Tastatur schon die ganze Zeit und macht irgendwas im Discord-Chat. Ja, sehe ich, sehe die Punkte da. Ja, komm, sag mal. Adolf Hitler. Wirklich? Ja. Du hast vielleicht das mit Kinder-TV und so weiter und das läuft jetzt mal auf Phoenix und auf NTV. Du hast die Hitlerjugend damals gehabt, die unter all deinem Standgang. Und was weiß ich alles noch. Deswegen sind wir auch auf den Zwiespalt gewesen. Oh, Junge. Aber Hitler hat keine Religion vertreten. Der war doch gegen die Religion. Naja. Er war halt trotzdem religiös aktiv. Ja. Gegen die Juden. Gegen die Juden, ja. Aber er hat selber keine Religion vertreten, was meine Frage war. Wann hast du das gefragt? Ob ich religiös bin. Und das ist ja nicht gewesen. Doch, der hat eigentlich die Christen sehr vertreten, die Arier-mäßig. Ja, aber er selber war keiner. Ja, aber er hat sie vertreten, also ist eigentlich schon, kann man das schon so sehen. Ich habe mich schon gefragt, ob er selber ist. Oh, Niklas, ist doch egal, du hast alle Viertel nicht gehabt, das war's. Ich werde sowieso nicht rausgekommen. Du warst sowieso die ganze Zeit auf der falschen Stufe. Ich bin unlustig. Aber Hitler ist lustig. Ich weiß, aber er soll nicht als Humor, er ist ja kein Comedian. Wenn ich ab TV bin für die Kinder da. Ja. Lustig. Wie könnte ich denn sein? Ich dachte schon, es kommt irgendwas wie Robbie Williams. Hitler, Mein Kampf war das Buch. Ja. Ja, und da gibt's noch die kritische Fassung von Mein Kampf. Weil ich bin Autor. Ja. Ja, ich hab's da. Ich hab da irgendwie was anderes gedacht. Also ich bin so auf dem Klo, gell? Also so hart auf dem Schlauch. Hitler wäre nicht gekommen, weil ich hab festgestellt, weil ihr habt gesagt Ausländer, ja? Ja. Da dachte ich schon, weil ich komme aus Österreich. Und... Ja. Ja, deswegen bin ich gar nicht erst auf Hitler gekommen. Ja. In dem Moment schon war ich meilenweit weg. Boah, wie du auf dem Schlauch standst, seit fast 2 Stunden. Vor allem, ich war Hitler und da hab ich 2 Stunden gebraucht. Ja, kennst du noch Hitler Anime Opening? Ja. Ja. Oh Junge, ich bin auf dem Klo. Wollen wir noch eine Runde? Morgen dann. Also ich hätte jetzt Schluss auf eine Runde, aber morgen dann. Ich hab dann auch noch Bock auf eine Runde, also jetzt gleich. Was? Nee, ich geh aufs Klo. Aber einfacher diesmal. Nee, obwohl Hitler schon sehr einfach war.